Es war zu der Zeit, da ein Gebot von Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde, und jedermann ging, dass er sich schätzen ließ, sein jeder und seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa und ging in die Stadt Bethlehem, auf dass er sich schätzen ließe, mit Maria, seinem vertrauten Weise. Maria war guter Hoffnung, und als sie da selbst waren, kam die Zeit, da sie niederkommen soll. Und sie bekam ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten auf dem Felde, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und alsbald war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, eilten die Hirten gen Bethlehem und fanden beide, Maria und Josef, und sahen das Kindlein in der Krippe liegen.